Hallo und willkommen zur dritten Folge von Star Wars Jodorek. Hier die Botschafter bzw. Schatten. Ja. Ich war zum Briefkasten, genau, denn ich habe ein bisschen Geld geschickt. So wenig? Ich dachte, ich habe 300.000 geschickt. Boah, ich habe nur 188.000 geschickt. Egal. Dann wollte ich mir hier beim Vermächtnis so ein bisschen was kaufen. Klassenmissionserfahrung. Warte, wir gucken mal hier oben drauf. 3193 haben wir bisher. Zack. 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 Komm, kaufen wir einfach mal alles hier. 3393 ist aber 3955. Ja gut. So, jetzt geht's weiter. Ich sagte, jetzt geht's weiter. Ich sagte, jetzt geht's weiter. Macht noch ein Fass auf. Oder drei. Das Fest findet nur einmal im Jahr statt. Und unser Lager kann es verkraften. Ist auch gut so. Wir haben einen ungebetenen Gast. Ich sehe schon. Fest des Erwachens, Jedi. Ihr seid hier nicht willkommen. Meine Meisterin habe ich geschickt. Ihr feiert ein Fest? Ihr könnt gehen, wohin ich will. Entschuldigt die Unterbrechung. Meisterin Yuan Paar lässt fragen, ob ihr einen Jedi-Holo-Projektor gesehen habt. Ach, wenn Yuan Paar fragt, sollten wir wohl versuchen, uns zu erinnern. Ein Holo-Projektor? Ja, ich weiß, was ihr meint. Nalin hat einen gefunden. Nalin Raloch. Vielleicht habt ihr von ihm gehört. Was für ein Arschloch. Ich bin neu auf Typhon. Nein. Aber bitte klär mich auf. Mir egal, wer er ist. Habe ich nicht, aber es klingt, als hätte er einen Ruf. Nalin Raloch. 9 Jahre in Folge Champion bei den Duellen. Er hat mal einen ganzen Spähtrupp ganz alleine vor den Fleischräubern gerettet. Er hat unsere Verteidigung geplant. Schützt uns, wenn wir auf Nahrungssuche gehen. Ohne ihn gäbe es nicht einmal das Fest. Und nein, ich werde euch nicht sagen, wo er ist. Nalin verdient Ruhe und Frieden. Ah, jetzt kommen wir hier schon auf diese Entscheidung. Da wurde mir auch was in die Kommentare geschrieben. Da wurde mir geschrieben, ich soll mehr auf Böse gehen als auf Gut. Ich glaube, mich davon gar nicht mal so abgeneigt. Es gibt ja ziemlich viele Let's Plays auf YouTube, die ja immer nach der Klassendings gehen. Ich habe mir mal gedacht, dann machen wir das einfach mal so. Ihr macht mich, also seht es mal vor. Aber es könnte, er könnte in Gefahr sein. Die Idee wären dankbar. Ihr macht mich sehr ärgerlich. Also das wurde mir gesagt, dass ich auch mal ein bisschen auf Böse gehen soll, weil dann soll er ein richtiger Massenmörder sein. Deswegen. Mal schauen, wie ich das machen werde. Ich mache es bei der ersten Mission, bei der ersten Gespräch einfach mal das hier. Ihr habt die Wahl. Ihr sagt mir, wo ich Nalin finde, oder dieses Fest wird aus den falschen Gründen unvergesslich. Das wagt ihr nicht. Nicht am Tag des Fests. Es sind Kinder hier. Sagt es ihm schon, Bashen, damit er gehen kann. Nun gut. Nalin ist in das Gebiet der Fleischräuber gegangen. Vermutlich ist er noch dort. Er ist schon eine Weile fort. Danke. Ihr nehmt nicht an eurem Fest teil? Na also, war doch nicht so schwer. Versucht es das nächste Mal einfach mit einer Antwort. Das spart uns allen eine Menge Zeit. Echt mal. Wie auch immer. Geht jetzt. Ja. Also das wurde mir geschrieben. Mal schauen, wie ich das jetzt umsetzen werde. Ja, unter dem ersten Video gab es so ziemlich viele Kommentare, dass ich doch lieber einen Soldaten hätte spielen sollen. Ja, da habe ich ja gesagt, dafür habe ich ja extra den Forum-Post geschrieben. Also bitte, wenn ich Forum-Post schreibe, wenn wir die Mühe machen, sowas zu schreiben, dann bitte lest die dann auch. Das will ich hier mal was anmerken. So, wo bist du hin? Nach da hinten. Gut, dass wir einen schönen Gleiter haben. Ah ja, diesmal wird es übrigens auch nur Story geben, ohne Handlungsbogen zwischendrin. Denn die sind doch ja genau gleich und wollen ja nicht immer neu zeigen. Ja. So, wir sind Stufe 5. Hier haben wir Typhons Grad. War hier nicht auch mal eine Quest? Erkundungsmissionen sind drinne. Ich weiß gar nicht, warum die immer standardmäßig ausgeschaltet sind. Das finde ich mir so ein bisschen albern. Komm ich da vorbei irgendwie? Nice. Ich weiß gar nicht, ob ich auf den ersten Blick jetzt alles mitnehmen werde. Ich glaube, ich habe nämlich in der Startbasis schon wieder eine Quest vergessen. Ich war ein bisschen dämlich jetzt schon wieder, aber egal. Ich glaube, da kommen wir sowieso nochmal hin. Ah, oh, fuck, jetzt wird die ganzen Gegner hier gezogen. Nein, wir bekommen aber die Tarnung. Hätte ich jetzt echt gebraucht. Eine Kiste. Meine Augen haben eine Kiste entdeckt.
Warum ist der Gefährte immer noch auf Heilung? Gar nicht schlecht. Oh, der Gegner ist schon vor 7. Alter, ey. Der Gefährte macht am Anfang mehr Sinn, auf Schaden zu gehen. Fleischräuber. Ja, warte mal. Das hier wollte ich mal ganz rausholen. Was gibt's hier? Machtbetäubung? Mehr nicht. Vielleicht mache ich es auch so, dass ich auf den ersten Planeten doch keine Quests mache. Wenn ich dann vielleicht irgendwann nochmal den Jedi Ritter spiele. Bei die Ferien habe ich ja auch nicht so viel Zeit. Ich habe halt nur erstmal nur eine Woche, um das Let's Play durchzuzocken. Ja, mal schauen, ich nehme das mit, was ich für sich kriege, wo ich jetzt nicht mehr vergesse, was mitzunehmen. Machen wir es einfach so. Ich bin ja hier an nichts gebunden. Das kann jetzt mal weg, die Erfolge da unten. So. Das Holocron, das nehmen wir uns. Die Maus kommt jetzt mal aus dem Bild. Ihr macht viel Lärm. Ich komme wegen eines Fleischräubers hier und finde einen Jedi-Padawan. Ich bin hier, um zuzuhören. Um zu denken, mitten unter den Toten. Um für mein Volk zu kämpfen. Warum seid ihr hier? Ihr müsst nahe in Raloch sein. Ich bin wegen des Holoprojektors hier. Das ist meine Sache. Meine Meisterin hat mich geschickt. Ich soll Rachivaris Holoprojektor zurück zum Tempel bringen. Ich bin Nale in Raloch. Die anderen im Dorf erfinden Geschichten über ihren legendären Beschützer. Aber sie verstehen nicht. Sind die Fleischräuber vernichtet? Nein. Mein Volk wird nicht sicher sein, bis ich ausgelernt habe. Tythons Relikte bergen noch immer Lektionen. Ich höre zu. Ich kann Dinge tun, von denen ich nicht zu träumen gewagt hätte. Ich werde der Beschützer sein, den mein Volk verdient. Irgendwas stimmt nicht mit euch. Und was ist mit der Zukunft? Indem ihr hier die Artefakte stehlt? Helft dem Dorf Kalikori, wenn ihr wollt. Aber Rajivaris Holoprojektor hättet ihr nicht nehmen dürfen. Tython ist auch unsere Heimat. Wir werden uns mit allen Mitteln verteidigen. Ihr Jedi habt hier nichts zu sagen. Aber ihr seid keine Bedrohung. Nur auf die Fleischräuber kommt es an. Rajivaris Hologramm hat mir gezeigt, wie man sie bestraft. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Das sieht alles andere als gesund aus. Die Fleischräuber werden kommen, aber nicht wieder gehen. Ein gnadenvoller Tod, verglichen mit dem, was mein Volk erleiden musste. Wollt ihr mich auch bestrafen? Hört auf. Ihr seid verrückt, ja, hört auf. Ihr werdet uns noch beide umbringen. Es gibt versteckte Wunder, Jedi. Und meine Reise hat gerade erst begonnen. Und jetzt lauft. Oder sterbt. Oh, fuck. Das sieht alles andere als gesund aus. Hoffentlich sterben wir jetzt nicht hier. Flieh aus der einstürzenden Höhle. Oh fuck, aber es kommt Gegner. Aber es gibt doch noch einen Bonus. Ich hoffe mal, es geht jetzt hier nicht irgendwie auf Zeit. Ehrlich gesagt, so geil, wenn es auf Zeit gehen würde. Da war noch eine Bonus für 910 EP. Viel ist es ja nicht. Komm mal her, komm. Komm. Ich bin gar nicht mal gebufft, sehe ich gerade. Ey, schlecht. Warum hat ihr mich denn daran nicht erinnert? Warum ist der Buffer eigentlich unendlich lang und die haben Zeit? Begrenzung. Dings. Bums. Ich wäre so schwer bei 9 Minuten und ich habe jetzt ja noch nichts geschafft hier wirklich. Außer ein paar Gespräche und hier in diese dämliche Höhle reingerannt. So. Raus hier. Kehre zur Meisterin Yuan Paar zurück. Im Jedi-Tempel. Gehen wir mal zur Kantina. Mal schauen, ob ich das mit dem Level hier gut hinterkriege mit der Rüstung. Eigentlich müsste es ja auch bald einen EP-Schub geben. Ich weiß nicht genau, wann es den gibt. Auf Erstplan gibt es auf jeden Fall immer am Anfang, immer irgendwo erste, zweite, dritte Quest, glaube ich, einen EP-Schub. Ist ein bisschen unterschiedlich. Ich weiß nicht genau, wann es beim Jedi-Botschafter jetzt war. Da habe ich den ersten Leuten gerade letztens erst gespielt. Ja, ich hoffe mal, dass es jetzt schon ist. Das Level natürlich
richtig stark. So rein da und abgeben. Herr Padawan, ich habe gerade mit Rana Tao Wen gesprochen, der Tochter der Matriarchin von Kalikori. Es ging um deinen Besuch im Dorf. Ich war bestürzt. Unschuldige zu bedrohen ist inakzeptabel. Aggression und Ungeduld führen nur ins Verderben. Ich entschuldige mich. Wir müssen meine Mission besprechen. Ich komme klar. Ich habe den Holoprojektor gefunden, den ihr wolltet. Wir sollten uns überzeugen, dass Rajivaris Hologramm sicher ist. Der Holoprojektor wurde von einem Twi'lek, einem gewissen Nalen Raloch, gestohlen. Er lernte Machttechniken von Rajivaris Hologramm. Er war offensichtlich instabil. Ein Dorfbewohner? Sehr ungewöhnlich. Dann ist dieser Nalen empfänglich für die Macht. Mal sehen, was er gesehen hat. Aktivierungsprotokoll gestartet. Ein paar Worte. Ist dies ein ganzes Vermächtnis? Nein. Meine Feinde sind schon lange tot. Es ist Zeit. Hört mich an. Ich habe wahre Weisheit zurückgelassen. Für diejenigen, die den Weg gehen, den die erste Klinge weist. Vom Heiligtum des Ordens aus. Alles andere ist vergänglich. Meine Güte. Wahre Weisheit. Padawan. Er redet von der Quelle von Rajivari. Jetzt bin ich neugierig. Geht es euch gut? Das kann nicht gut sein. Was ist die Quelle von Rajivari? Nachdem Rajivari gefallen ist, behaupteten manche, er habe ein großes Archiv seines Wissens und seiner Lehren erschaffen. Die Quelle von Rajivari. Generationen von Jedi haben danach gesucht und nichts gefunden. Bei allen angesehenen Gelehrten gilt die Quelle als Schwindel, aber wir haben eben den Beweis dafür gehört. Das Hologramm gibt Hinweise. Das hat Nalen auch getan. Er muss sehr mächtig sein. Ein unberührtes Archiv mit altem Jedi-Wissen. Stellt euch vor, was man dadurch lernen könnte. Ey, der packt das Ding Hologramm rum. Das Hologramm sagte, man solle dem Weg folgen, den die erste Klinge weist. Vom Heiligtum des Ordens aus. Kalett! Die Ruinen von Kalett! Der Name bedeutet geheiligt. Es sind die Überreste einer alten Festung. Den Anzeichen nach wurde Kalett in einer großen Schlacht zerstört. Alte Druiden durchstreifen noch heute diese Ruinen. Aber diese erste Klinge ist ein Rätsel. Hat Kalett eine Waffenkammer? Es muss ein Lichtschwert sein. Ein Rätsel, das Nalen auch löst. Wenn es einst eine Festung war, könnten Waffen gemeint sein, die in Kalett gelagert wurden. Wir haben mehrere alte Waffen in einem Abschnitt Kaletts gefunden. Aber keine erste Klinge. Dennoch ein guter Ort zum Beginnen. Ich habe deine Ausbildung so sorgfältig geplant, aber die Macht hat eingegriffen. Die Quelle von Rajivari zu finden und Nalen aufzuhalten, muss eine große Prüfung sein. Was soll das heißen? Ihr seid immer noch meine Meisterin. Das ist besser als eine Ausbildung. Wollt ihr damit sagen, die Macht führt mich? Manchmal bestimmt die Macht, nicht der Meister, die Prüfungen eines Padawans. Das scheint hier der Fall zu sein. Du solltest wissen, Padawan, dass der Rat in der Regel eine derartige Ausbildung ablehnt. Aber ich werde ihnen alles erklären. Konzentriere dich vorerst darauf, Kalett zu erkunden und die erste Klinge zu finden. Melde dich sofort über den Holokommunikator, wenn du Erfolg hast. Such nach der ersten Klinge. Und hier bekommen wir wirklich jetzt unseren ersten EP-Schub. Kostenloser, erheblicher Erfahrungsschub. Warum sag ich immer Schub? Damals waren das geringe, also damals gingen die nur eine Stunde, mittlerweile gehen die 3 Stunden. So. Prüfungen in Kalett. Oder Kalett. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ihr wisst ja, Sachen auszusprechen, das ist ja in dem Spiel meine totale Schwäche. Das wisst ihr alle. Okay, hier haben wir auch wieder was Neues. Noch eine neue Quest. Schon wieder von dem Typen, was? Oder ist es jetzt verbuggt? Das war eine beeindruckende Leistung vorhin. Aber wir haben an der Programmierung dieser Droiden gefeilt. Wollt ihr es nochmal versuchen? Ah, das ist jetzt für 2. Und zeigt, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Okay. Aktivierung und Zerstöre Mark 2 Trainingsdroiden. Okay. Verstanden. Wie viele Leute sind gerade auf dem Server?
über 100. Also auf dem Ami-Server, auf dem ich jetzt gerade war, also das war jetzt der dritte, auf dem ich jetzt war, hat nur ein einziger. Das war furchtbar einfach. Da waren ernsthaft unter 100 Leute drauf. Also der war wirklich sowas von unterbevölkert. Da war kaum einer, war keine Sau drauf. Dass ich auch gerade unten noch eine Quest. Gute Arbeit. Das nächste Mal müssen wir euch eine echte Herausforderung bieten. Nehme ich die Quest da unten mit. Ich hatte unten nämlich gerade noch eine Erkundungsquest gesehen. War doch hier, ne? Ja. Und dann sehe ich auch noch eine Story-Quest. Ich scheine unter einem Fluch zu stehen. Warum bekomme ich immer die Schüler, die sich für etwas Besonderes halten? Meister Silvate, unsere Padawane verhalten sich zwar etwas seltsam, aber ich denke nicht, dass Grund zur Sorge besteht. Wartet, ich habe eine Idee. Ihr da, Padawan, euch kenne ich doch. Woher kennt ihr mich? Ihr verlangt nach mir, Meister? Wer, ich? Tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass wir uns vorgestellt wurden, Meister. Zugegeben, da habt ihr recht. Wir kennen uns nicht, aber ich weiß von euch. Meister Silvate ist wegen ein paar Padawanen besorgt. Er hegt den Verdacht, dass sie... Nun ja. Wenn mich nicht alles täuscht, dann führt sie ihre Leidenschaft auf den Weg der Dunkelheit. Das klingt nach Ärger. Sag mal, was ich tun soll. Sind Liebeleien so schlimm? Um was geht es? In jeder anderen Hinsicht sind die beiden Musterschüler. Doch es wäre fahrlässig von uns, wenn wir nicht alles täten, um die Sache zu bereinigen. Einem Padawan wie euch würden sie sich vielleicht öffnen. Ihr müsst mit ihnen reden und in Erfahrung bringen, ob sie tatsächlich eine Beziehung haben. Das nehme ich sehr ernst. Sofort. Ich soll meine Mitschüler ausspionieren. Ihr wollt aus mir einen Spitzel machen. Ihr würdet dem Orden helfen, die Saat der Dunkelheit zu entwurzeln. Es gibt keine wichtigere Aufgabe. Doch, meine Storyquest. Ihre Namen sind Morasen und Spanios. Sie befinden sich zurzeit in den Ruinen von Unterkalett. Geht, redet mit ihnen und meldet uns dann, was ihr über ihre Beziehung erfahren konntet. Versucht sie nicht argwöhnisch zu machen. Verliebte können recht empfindlich sein. Ja, passt schon. Sprich mit Morasen. Und dann habe ich ja noch eine zweite Quest gesehen. Von Padawan Fia. Die nehmen wir noch an, dann ist Schluss. Ihr seid Meisterin Yuans neuer Schüler, oder? Ich habe gehört, dass die Macht sehr stark in euch sein soll. Ich bin Fia, Padawan Fia. An diesen Titel muss ich mich erst noch gewöhnen. Ich beschäftige mich erst seit kurzem mit der Macht und habe noch einen weiten Weg vor mir, bis ich so gut bin wie ihr. Fällt euch mal auf, dass das die gleiche Frisur ist, also fast die gleiche, wie Prinzessin Leia in Episode 4 von Star Wars. Ihr habt erst angefangen. Ihr müsst an euch glauben, ganz offensichtlich. Ihr müsst offen für neue Möglichkeiten bleiben, Padawan. So werdet ihr euch vielleicht selbst überraschen. In letzter Zeit hatte ich wirklich eine Menge Überraschungen. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich hier bin. Letzte Woche war ich noch auf einem Müllschiff auf Raxus Prime. Und dann ist dieser furchteinflößende Jedi aufgetaucht und hat mir gesagt, dass er die Macht in mir spürt. Wie wahrscheinlich ist das? Raxus Prime, das ist doch ein Planet aus The Force Unleashed. Furchteinflößend. Sehr sogar. Ihr seid ziemlich redselig. So etwas wie Glück gibt es nicht, Padawan. Eure Bestimmung hat euch hergebracht. Genau das hat mir der Jedi auch gesagt. Kennt ihr eigentlich Meister Tilin? Er ist derjenige, der mich gefunden hat. Ich versuche, ihm eine Nachricht zu überbringen. Meister Tilin geht einem Rätsel in den Ruinen von Kalett auf den Grund. Irgendwelche antike Droiden, die Leute angreifen. Könntet ihr ihm diese Holo-Aufzeichnung geben, falls ihr die Ruinen besucht? Ich wäre euch wirklich dankbar. Ist gut für erledigt, Fia. Ich habe andere Verpflichtungen. Tut mir leid, nein. Okay. Das kann ich erledigen. Fantastisch. Jetzt verstehe ich, warum jeder hier von euch beeindruckt ist. Hier ist die Holo-Aufzeichnung. Meister Tilin hat ein kleines Lager außerhalb der Ruinen. Ich danke euch für eure Hilfe. Kannst du da nicht eigentlich selber hingehen? Ach stimmt, du hast ja keinen Gleiter. Gut, fahren wir jetzt aber mal. Es lohnt sich jetzt nicht mehr zurückzufahren, den Gleiter zu nehmen, weil wir sind ja eh schon fast da. Und Typhon ist jetzt auch nicht so riesig. Das sind Druiden. Nee, Druiden sind es nicht, das sind Viecher. Die mich natürlich auch entdecken. Vielleicht hätte ich doch zurückfahren sollen, den Gleiter nehmen. Ja gut, sind wir eh fast da.
Normalerweise kann man nämlich einfach mit dem Gleiter hinfahren. Habe ich jetzt nicht gemacht, wegen den ganzen Quests dann noch. So. Jedi Till Inn, das ist doch die von dem, der von dem sie gesprochen hat. Aber ich würde sagen, mit dem reden wir erst in der nächsten Folge. Die Folge ist schon bei 20 Minuten. Bis bald. Und ciao.